Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits vierten Staffel und der jetzt 34. Folge in der Vorproduktion am 29.12.22. Bevor es aber losgeht, wie immer das herzliche Dankeschön und zwar diesmal an Zeno Feichtenschlager. Der Zeno hat nämlich am 18.04.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 798. Der Zeno verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns endlich mal einer Friedensphase, die ich jetzt auch so stark wie möglich ausnutzen möchte. A, Geld ranholen. B, dachte ich mir, Mensch, jetzt wird es auch endlich mal Zeit für Werkstätten. Denn wir haben ja schon seit geraumer Zeit keinen Krieg gegen das Imperium. Denn das Problem ist, hast du eine Werkstatt in einer Stadt und die wird erobert vom anderen, also vom Feind, dann ist deine Werkstatt futsch. Momentan haben wir aber Frieden, was wiederum hoffentlich so anhält erstmal, damit unsere eigenen Truppen erstmal wieder ein bisschen aufleveln können. Also nicht nur meine, sondern die auch unserer Bündnispartner sozusagen. Also wir sind ja alle irgendwo so ein Clan-Bündnis und nennen uns aber halt Nördliches Imperium. Nördliches Imperium, ja. Und zwar hier in Saniopa dachte ich mir, da gibt es zwei Dörfer, die Getreide hinliefern. Da könnte sich tatsächlich eine Brauerei anbieten. Bäckerei gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Das war immer ein Warband, möchte ich behaupten. Ansonsten habe ich schon mal ein bisschen geguckt. Argoron hat den Nachteil, hier wird so gut wie nichts hingeliefert. Wenn das hier nicht kusaitisch wäre, wäre zweimal Fisch da, aber den kannst du nicht weiterverarbeiten. Wir müssten uns auf jeden Fall Mycea zurückholen, sobald es eben geht, sobald wir stark genug sind wieder dafür, weil hier gibt es zweimal Rohseite, dann dreimal vielleicht sogar? Ne, zweimal. Einmal in Samata, die liefern nach Mycea und Meleon ebenfalls und dann könnten wir uns hier eine Samtweberei bauen. Aber vorher gehen wir nach Sibir. Da holen wir uns jetzt hoffentlich endlich unseren Mediziner, damit meine Verluste als endgültige Tode nicht mehr so hoch sind. Denn bei Mediziner selbst gibt es einen Perk, der dafür sorgt, dass zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit tödliche Verwundungen doch nur normale Verwundungen sind. Und das wäre schon sehr wichtig, wie ich finde. Nebenbei noch wieder ein bisschen Streitrösser aufkaufen, habe ich gesehen. Ich habe jetzt bloß noch drei. Ich weiß bloß nicht, wo das dritte ist. Denn er zeigt mir hier an, ich könnte wieder drei Leute aufwerten und die brauchen einen Streitross. Jetzt muss ich nochmal gucken. Also ich habe gesehen, die Schlachtrösser, ja, die hatte ich ja geholt. Dann, ach so, es sind zwei Streitrösser. Okay, alles klar. Alles klar, gut. Brauchen wir also wieder normale Streitrösser. Nicht die adligen Reittiere, sondern richtige Streitrösser. Was ja, möchte ich meinen, die imperialen Streitrösser sind. Da hat mich der liebe Kasura auch darauf hingewiesen, dass ich ja ständig an den Dörfern vorbeireite, wo es ja Pferde gibt und so weiter und so fort. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich daran vorbeigeritten bin, brauchte ich aber keine Streitrösser, denn das sind ja Streitrösser vom Typ her, sondern ich brauchte Pferde als Reittiere. Das ist so blöd, dieses neue System. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Gut, was ich aber auch noch brauche, ich habe mal ein bisschen geguckt, hier im Trupp selber. Mir fehlen hier auf jeden Fall noch vier Reiter, definitiv, und saumäßig viele Bogenschützen. Und den Rest füllen wir dann wieder auf mit Infanterie. Beziehungsweise hier brauche ich ja auch noch 13. Also brauchen wir hier 33 weitere, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, 33 brauchen wir eigentlich so an sich. Gut. Das ist eine Mammutaufgabe. Das Schöne ist aber, wir haben bald den Aufstieg ins nächste Clan-Level. Und das kriegen wir dann hoffentlich schön hin, wenn wir jetzt eine schöne lange Friedensphase haben, indem wir ein paar Quests machen und auch Banditen jagen ohne Ende. Und jetzt war das echt eine verdammt lange Anmoderation. Und ich hatte versehentlich einen Timer schon gestartet. Den lasse ich dann ab jetzt wieder laufen. Jetzt nach 3 Minuten. Also gibt es definitiv eine Überlänge. Banditen jagen, ja. Aber nicht so eine Minitrupps hier, dachte ich mir. Denn ihr wisst ja, ich mache die Schlachten gerne selbst, um die Verluste zu minimieren. Ich würde sagen, Banditen jagen definitiv. Aber es müssen mindestens 10 sein. Da werde ich jetzt mal ein bisschen wählerisch. Ich schau mal eben hier rein in die Städte der Dörfer der Bogen. Vorher wollte ich aber noch die Jungs hier aufleveln, fällt mir ein. So, 3 Pferde verbraucht, ja. Und sie sind jetzt dazu imperialen schweren Reitern gemacht worden. Das hat er jetzt dahin sortiert. Okay, möchte ich anders haben. Nee, was mache ich hier? Die müssen dahin. So. Wir haben hier saumäßig viel Geld eigentlich, ne? Wenn man die Pferde behalten würde. So. In Ordnung, wir kriegen jetzt noch 4 bereits beritten, ne? Da muss ich nämlich nicht noch extra die Pferde kaufen gehen. Und es ist auch deutlich günstiger, die fertig, wie sie sind, zu rekrutieren.
Cheat! Hier, 250 kosten die. So wie sie sind zum Rekrutieren, ne? Die Equis. Und sogar schwere Reiter gäbe es theoretisch. Statt sich die Pferde für mehrere hundert zu kaufen und noch die Jungs zu rekrutieren und aufzuleveln, was auch nochmal insgesamt ein paar hundert kostet. Na gut. Ich klapper jetzt trotzdem noch ein bisschen die Dörfer von den Burgen ab. Wolf hat wieder gelevelt, sehr schön. Problem ist nur, die sind gerade selber im Krieg. Deswegen rekrutieren die selber ohne Ende raus, weil die anderen zwei Imperien bekriegen sich ja gerade gegenseitig. Ich hoffe, das geht noch schön lang und auch schön ausgewogen, also dass es nicht einseitig läuft. Weil dann haben wir nämlich eine höhere Chance, da irgendwann mit einzusteigen. Dass wir dann gegen die Kaiserin wieder ziehen können. Obwohl, warte mal, ist sie überhaupt noch Kaiserin? Ich weiß gar nicht. Normalerweise. Ja, ja, sie ist Kaiserin, okay. Boah, was? Hier ist einfach nichts. Okay. Halte ich noch kurz da an und dann ziehen wir hoch nach Sibir. Garn hat auch wieder gelevelt, sehr schön. Boah, hier ist einfach nichts. Warte mal, es gibt doch hier noch, genau, es gibt doch noch so ein paar Kusaitische, die aber eigentlich imperial sind. Da kommen wir ja eh dran vorbei. Von daher, warum nicht? Ah, es wird hier aber fleißig wegrekrutiert, wa? Nee, Quatsch, das ist ja gar nicht von der Burg. Hier? Ah, einer. Okay. Fehlen noch drei. Hast du noch ein zweites Dorf? Ja, hast du. Das hat er definitiv. Oh, Garn ist sehr gut am Leveln jetzt. Ach, nur 6 Plünderer, schade. 2. Oh, fehlen noch 2. Mensch, und die normalen Rekruten sollte ich auch mal mitnehmen. Ich depp, das habe ich jetzt vergessen. Ah, hier ist auch noch eine Burg. Schauen wir doch mal. Oh. Hier wurde wahrscheinlich gerade ein Plünderer gejagt. Ich gucke nur immer wieder mal die Meldungen hier zwischendurch durch. Aha. Oh, die nehme ich gerne. Ja. Ein Reiter fehlt uns noch. Alles klar. Das ist schon jetzt komplett kusaitisch. Und hier schon sturgisch. Ach, wie doof. Ein Reiter fehlt uns noch. Hab ich denn noch Pferd-Reittier-Typ? Ja, hab ich noch. Dann nehme ich jetzt noch einen Wiegler mit. So. Und der wiederum muss dann aufgelevelt werden, natürlich. Apropos, hier sind wieder 2 passive Auflevelungen. Sehr schön. Ich habe mich so gut wie keine Bogenschützen mehr. So, der Wiegler-Rekrut, den stelle ich hier mit dazu. Dann wären das theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ja, plus den Wiegler-Rekruten sind wir dann wieder bei 20. Alles klar. Weiter geht's nach Sibir. Ich würde sagen, jetzt sogar auf direktem Wege, vorausgesetzt, er ist noch da. Der Herr Bittersud, er ist offiziell noch da. Okay. Und wenn ich auf dem direkten Wege noch einen Plünderertrupp erwische, Banditentrupp, Seeräubertrupp, dann ist es umso besser. Dann kriegen wir da noch ein bisschen Geld ran und... Ah, hör, meine Nase juckt. Kriegen wir noch ein bisschen Geld ran und Erfahrungspunkte. Ah, Garn hat Level 50 erreicht. Und ich selbst habe noch einen Fokuspunkt? Lol. Moment. Schmieden auf 2 hatten wir schon. Handel auf 3 hatten wir auch schon. Dann Gaunerei auf 3 hatten wir auch schon. Dann Vogt jetzt auf 3. Den hat man noch nicht. Dann machen wir das. Sehr schön. Oh, und da haben wir bald. Bald ist er soweit, dann kann ich hier wieder ein bisschen was skillen. Okay. Achso, das war wirklich nur ich, ja? Nee, ich wollte schon sagen, Garn hat doch auch. Genau, weil ist doch auf Level 50 jetzt. Als Speer. 2% Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit in Steppe und Ebenen. Und als Truppführer, der er wahrscheinlich nie sein wird, einmal pro Tag habt ihr bei Betreten einer Stadt die Chance von 50% des Verhältnisses von irgendeinem Typen zu verbessern.
Oder alternativ in Steppen und Ebenen ist eure Sichtweite um 10% erhöht. Nee, dann lieber Geschwindigkeit. Sichtweite ist das eine, aber Geschwindigkeit ist viel wichtiger, wie ich finde. Auch wenn wir nicht so oft bei Steppe und Ebene unterwegs sind, da waren schon die ersten 10 Plünderer. Bruderschaft aufgekündigt, ja. Ach komm, hör auf zu schwafeln. Angriff. Diesmal habe ich die richtige Option gewählt. Sehr schön. Weil die Kämpfe sind jetzt schon wichtig, auch wenn es bloß Zehner sind. Aber wir müssen unsere Leute aufleveln können. Ich schick die Infanterie rein. Und geh selbst noch ein bisschen deren Formation stören und stänkern. Die Infanterie muss nämlich jetzt unbedingt leveln, dass wir wieder einen harten Kern bekommen. Ich lasse mir mal doch noch ein bisschen Zeit. Weil bis unsere Jungs da sind, habe ich schon, wenn ich gut treffe, alle alleine vernichtet. Oh, ich muss auch sagen, der neue Helm gefällt mir auch optisch. Oh, wow. Ach, geht doch. Schöne Treffer. Immer ein bisschen zurückzielen. Also zurückhalten, nicht vorhalten, sondern hinterherhalten, habe ich festgestellt. Ich habe mich immer versucht vorzuhalten. Allerdings laufen sie ja, während ich nach rechts rumreite, laufen sie nach links. Also sollte ich lieber ein Stück zurückhalten mit dem Cursor. Wow, wenn ich nicht ständig verreißen würde. Ich würde noch ein bisschen Moral brechen hier. Jawohl! Das war eine Hand, mein Freund! Das war eine Hand! Ja, kriegt ihr noch? Sehr schön. Haben wir Verluste gehabt? Nee, sehr gut. Und drei Leute wollen aufsteigen. Da sehe ich gerne vor allem zwei Rekruten. Das ist noch wichtiger sogar. Dann lasse ich die nämlich erstmal zu Bogenschützen aufwerten. Die hier sollen erstmal wieder schön in Richtung Elite wandern. Gut, vier Plünderer brauche ich nicht gefangen nehmen. Den Bums hier nehme ich mit. Das ist immer ein kleines Zubrot, denn wir verlieren ja kontinuierlich Geld. Tja, ist ein Umweg jetzt. Wir sind schon fast in Sibir, komm. Abigaloppi hier. Moment, tägliche Goldfeld. Ach so, ja, wir zahlen ja Tribute. Ich habe ja nicht nur meinen Trupplohn. Bezahlung an Söldner und Tributzahlung noch dazu. Naja. Wir kriegen zwar auch drei Tribute, aber mein Anteil davon ist halt so gut wie nichts. Das sind neun. Ach, komm. Es tut mir leid, das muss sein. Hä? Diesmal kein Kampf? Okay. Hey, die hatten Fleisch. Aber es bin ich verwirrt. Ich habe doch die dritte Option gewählt, Dialogoption, damit es zum Kampf kommt. Ho. Da wurde jemand von Steppenbanditen gefangen genommen. Das ist natürlich dumm gelaufen dann in dem Fall, ne? So. Jetzt mal nur schnell. Achso, das immer noch mal sperren, bitte. Nur mal schnell hier durchgucken. Reittier-Typ Pferd. Nehme ich nochmal einen Fünferstapel mit, wa? Obwohl, wir haben schon. Warte, wie viel haben wir? Nur eins. Ne, 21, Robin! Du brauchst davon keine mehr. Aber Streitrösser, wenn sie hier nicht so verdammt teuer wären. Das sind imperiale Streitrösser teilweise schon günstiger, wenn wir sie direkt am Dorf kaufen. Ja, dann gehe ich die lieber da holen. Wir verkaufen den Bums. Die hatte ich ja extra noch aufgehoben. Für unseren hoffentlich zukünftigen Hauptmann der Bogenschützen Fleisch. Aber ich habe irgendwie immer mehr Fisch, wa? So. So. Habt ihr hier irgendwas sehr günstig, was ich mitnehmen könnte? Gute Frage, nächste bitte. Ich habe so gut wie keine Handelsgerüchte gesammelt im Moment. Ich muss endlich mal den Handels gehen, ey. Gut, und jetzt? Endlich mal wieder Städte angucken. Auf dem Weg
zur Taverne. Ich mag diesen sturgischen Baustil. Wenn man sich die Dörfer anguckt und dann im Vergleich die Festungen und Städte, ne, das ist so ein krasser Kontrast einfach. Also beim technologischen Fortschritt ist hier direkt schon die... Ich glaube, hier ist schon die Taverne, wa? Nee, das ist Töpferei hier, wa? Nicht? Warte mal. Hä? Warum ist denn das Symbol da oben dran? Moment, jetzt irritiert ihr mich. Oder gibt es hier nur zwei Betriebe, obwohl es hätte drei geben können? Ich bin maximal verwirrt. Da ist die Taverne. Da wollen wir hin. Und man sieht auch sofort schon, bei dem Schnee hier ist auch Infanterie deutlich langsamer als normalerweise. Ihr wisst ja, normalerweise renne ich da schon ein bisschen schneller, aber hier ist halt Schnee. Das zählt hier tatsächlich. Das sieht nach Taverneneingang aus. Ja. Ist aber eine kleine Taverne, oder? Ach nee, die geht hier noch ums Eck. Na dann. Ach, die Musik ist schon schön. Wer bist du? Der ist der Tavernenbetreiber. Bürgerliche Frau, Stadtmensch. Hier ist unser Bruder. Tavernenmarkt. Kann ich nicht auch? Ich kann auch so machen, genau. Stadtmensch. Schwägerin. Junger Mann, diese Dame dort ist vergeben. Der Mann sitzt da hinten. Garn, bitte guck mich nicht so an. Das sieht... Okay. Musiker. Er kann klatschen, also ist er Musiker. Alles klar, ich sollte meinen Beruf wechseln. Ah. Ja, mal wieder spielen wäre schön, ne? Nebenbei noch. Da haben wir unsere Frau. Grüß Gott, letzte Frau. Wo ist denn jetzt Bittersud? Ah, da ist er. Hallo, junger Mann. Peace to you, Stranger. What is your name? Wieso Fremdling? Wir hatten noch nicht miteinander geredet. Stimmt, ich habe mir nur angeschaut. Stimmt. Ah, die Jungs sehen aber auch nicht so ganz koscher aus hier hinten, ne? Die führen aber zum Schilde. Moment. Friede sei mit euch, Fremdling. Wie heißt ihr? Ich bin Wolf. Moment. Ich bin Wolf, mein Herr. Erzählt mir von euch. Bevor ich anfange, lasst uns auf eure Gesundheit trinken. Auf die Gesundheit eures Leibes, wie auch eures Geistes. Ich bezeichne mich selbst als Philosophen und Medikus gleichermaßen. Als ich jung war, schickten mich meine Eltern ins Kloster, um die Heilkräfte des Himmels, aber auch die Heilkräfte der Menschen zu studieren, also die Kräuterkunde. Aber das war das Leben im Kloster, was das Leben im Kloster betrifft. Die Gärten sind entzückend und die Bibliotheken bestens ausgestattet, keine Frage. Doch im Morgengrauen aufzustehen, um für die Gesundheit des Königs und unserer Wohltäter zu beten... Ich weiß nicht, ob meine Gebete wirklich zum Wohlbefinden seiner Majestät beitrugen. Mir jedenfalls brachte das alles herzlich wenig. Daher wandte ich mich von der Gemeinschaft ab. Stattdessen begann ich damit, mich den Armeen in der Region anzuschließen. Für einen Kräuterkundigen gibt es unter Kriegern immer genug zu tun. Zwar habe ich nicht viel für Märsche bei Sonnenaufgang übrig, aber allzu oft kommt das nicht vor. Und nicht selten findet man auf einem Karren Platz zum Schlafen. Und dann sind da, wie gesagt, die Krieger mit all ihren Wunden, die sie am Körper und in der Seele tragen. In der Armee kann ich weitaus mehr Gutes tun, als ich je für meine Mönchsbrüder im Kloster getan habe. Das könnt ihr mir glauben. Ganz recht, ein Heiler muss dorthin ziehen, wo seine Heilkünste am meisten gebraucht werden, sag ich ihm jetzt. Jedenfalls höre ich mich gerade um, ob es vielleicht eine Kriegerschar gibt, der ich mich anschließen könnte. Derzeit habe ich keine Arbeit. Wenn ihr also etwas für mich habt, könnten wir gerne darüber sprechen. Jemanden wie euch kann ich in meiner Kompanie gebrauchen. Ein paar der Bewohner haben sich um mich gekümmert, mir etwas zu essen gegeben und solche Sachen. Ich würde mich gerne bei ihnen erkenntlich zeigen, bevor ich gehe. Dürfte ich euch um 441 Dinare im Voraus bitten? Ja, hier bitte. Wunderbar. Und damit, meine Lieben, haben wir endlich Mediziner und die gucken wir uns gleich genauer an. Nun gut, ich hole meine Ausrüstung und stoße dann draußen zu euch. Den gucken wir uns genauer an, was der alles kann. So. Nee, halt vorher. Truppensortierung. Mein lieber Karagor, Karoger, du gehst hier hin.
So, und jetzt gucken wir nach, welche Perks er denn schon bekommen hat. Er hat sogar kleine Ansätze von Bogenschießen. Er ist auch gerade mal Level 11, das ist sehr gut. Das heißt, da kommt noch einiges an Fokuspunkte. Das gefällt mir. So, er hat schon zwei Perks bekommen. Der eine Perk erhöht die Charakterheilungsrate um 30%. Damit ist, glaube ich, seine eigene und nicht meine gemeint, ne? Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters wird ebenfalls erhöht. Alternativ wäre, Trefferpunkte des Charakters wird erhöht und nach jeder Schlacht werden 30% der Trefferpunkte, das kennen wir ja schon. Ja, das ist dann aber sein eigenes. Aber ich glaube, das werden wir auch dringend brauchen bei ihm. Weil wenn er verwundet ist, kann er sich nicht um die anderen kümmern. Also wenn er weniger 20% seiner Lebenspunkte hat, glaube ich, ne? Wie viel hat er denn insgesamt? 107. Ja, eine Heilungsrate wird um 30% erhöht, wenn ihr euch stationär auf der Weltkarte befindet. Nahrungsverbrauch von Siedlungen wird, achso, das wäre, wenn er Statthalter ist. Er hat genau die Falschen gelernt. Toll. Okay, wir gucken mal in der Arena, wie teuer es wäre. Wir schauen mal nach. Hallo, guten Tag. Oh, es ist auf Deutsch übersetzt worden. Diese Lehrer, die den Leuten helfen, an ihren Fertigkeiten zu feilen und neue Angewohnheiten zu erlernen. Könnt ihr mir helfen, einen solchen zu finden? Natürlich. Wir wollen das für jemanden aus unserer Truppe hier. Und dann ist es Intelligenz, Medizin. 2400, das geht ja schon fast. Solltet ihr es euch leisten können, 2400 dafür zu bezahlen, kann ich euch sofort unterrichten. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Ja, 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 das geht. Das kann man machen. So, zurück, zurück, raus. Und jetzt wiederum, genau, zwei neue Perks zu vergeben. Wir sagen ihm das und wir sagen ihm das. Das war ja noch verhältnismäßig günstig, ne? Das heißt, wir hätten locker 4.000-5.000 bezahlt für den anderen Mediziner, der ja schon 120 Skillpunkte hatte. Moment. So. Okay, das haben wir. Dann bin ich tatsächlich mal überlegen, ob ich ihn zu den Bogenschützen als Hauptmann stelle. Dass er jetzt sozusagen mit den Bogenschützen zusammen lernt. Gibt's hier eine Quest? Ja, schon, aber es ist nicht unsere Stadt. Sekunde. Wir reiten erstmal wieder zurück ins kaiserliche Gebiet. Und zwar unser Gebiet. Und jetzt heißt es wirklich Geld verdienen, ey. Jetzt haben wir bloß noch 11.500. Mit jedem Tag gehen über 600 raus. 700 im Moment. Waldmenschen aufgekündigt, das ist gut. Dann zahlen wir nämlich weniger Söldnerverträge. Ja. Was ich nur heftig finde, ist, dass man als Clan, der kein Lehen bekommen hat, trotzdem die Söldnerverträge mitbezahlt. Warte mal, hier können wir nochmal ganz kurz gucken, ob vielleicht doch wieder ein Reiter da ist. Nee, schade. Aber normale Rekruten. Da müssen wir ja auch noch kräftig auffüllen. Ich kann nicht anders. Ich muss nochmal schauen, ob wir an Pons jetzt was bekommen. Da fällt mir gerade was ein. Nee, alles gut. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste nochmal nach Poros reiten unbedingt. Achso, nee. Das war, wo ich nach Leuten gefragt habe mit gewissen Eigenschaften. Stimmt, okay. Na gut. 8 Leute fehlen noch. Turnier. Turnier ist immer gern gesehen. Dann kriegen wir vielleicht auch einen Ausrüstungsgegenstand, der gut Geld wert ist. Warum habe ich jetzt in die Taverne geguckt? Weiß ich selber nicht, ehrlich gesagt. Achso, aber eine Sache machen wir jetzt mal bei den Helden. Entgurion? Warum habe ich... Achso, dich hatte ich damals markiert. Weil ich dich hier gesucht hatte. Evi brauchen wir auch nicht mehr markieren. So, dann... Bittersud ist nicht mehr markiert.
Automatisch schon? Hä, wieso? Wartet mal. Lebendig. Wanderer. Ach! Er heißt jetzt anders. Ja, er heißt nicht mehr... das ist ja doof, ne? Er heißt zwar immer noch Karagor Bittersud, aber wird in der Liste als De Vulpe aufgeführt, weil er ja jetzt unserem Clan angehörig ist. Stellmacherin, das ist... Maschine und hier wäre nochmal, genau, der hat mich 121, den brauchen wir nicht mal markieren. So, solange sie überleben, ne? Also, auf in die Arena! Rangliste nochmal schauen. Ah, ich brauche noch 3 Siege für den 2. Platz, okay. Beitreten. Vollhelm über geschnürte Haube. Ah, wieder was ein Helm. Schluck auf. Ist das nicht der Helm, den ich unserem Bruder gegeben habe? Ich glaube, ne? Ja, das kommt nicht viel Geld bei rum, aber wenigstens wieder für 1-2 Tage truppen sollt. Oh, wieder noch in der Ansicht. Weiter nehmen ist auch vorbei, Robin. Und hatte ich schon mal erwähnt, dass ich sehr, sehr ungern mit Langbogen kämpfe. Oh, Entschuldigung. Oh, Alter. Würden Sie bitte aufhören, meine... Zielversuche hier zu stören, danke. Hier doch. Und Kopftreffer, sehr schön. So, ich bin im blauen Team, habe ich gehört. Nee, im roten Team bin ich. Was habe ich denn für eine Waffe? Okay. Wenn sie alle dahin rennen, muss da ein Feind sein, würde ich sagen. Oh, blau. Der hier ist es, oder? Nee, der ist es nicht. Dann ist es der dahinter. Auch nicht. Auf wen stecht ihr denn? Ach so, nee. Blau ist ja der, den ich erwischen muss. Ach. Hier doch. Au! Sackfresse! Komm her hier! Ich hole dir deinen Gaul und damit dann weg! Hatte ich zumindest gehofft. Jungs, Deckung! Wolf ist an der Maschine. Geht in Deckung! So, ich hab doch gesagt, ich hole den Gaul und damit dann weg. Und jetzt schieße ich die noch in den Hintern. Oh, ja gut. Schussgeschwindigkeit berechnen. Ja gut, passt. Nur ein Verloren aus dem Team, das geht. Ich bin im grünen Team, ja? Okay, ach du Heilige. Bisschen höher zielen. Boah, warte, nur 16 Schaden? Gar kein Schaden, okay. Bisschen nach links. 18 Schaden, wow. Was? Ich glaube, ich sollte lieber in den Nahkampf rennen, weil ich bin jetzt alleine im Team. Warte mal. Gib mir... Warte. Darf ich dein Schildfeuer haben? Den brauchst du nicht mehr. Glaub mir. Den wirst du nicht brauchen. Ich brauch den... Ach, das war Garn. Lol. So. Ist mir egal, wer umkippt, weil ich bin jetzt qualifiziert. Oh, hallo Evi. Tschüss, Evi. Gute Nacht, Evi. Bruder und Frau. Im Duell. Der hat meine Frau geschlagen. Spinnt der? Obwohl, eigentlich hat das mir zuliebe getan. Ansonsten hätte es geheißen, dass ich sie schlagen muss. Im Turnier. Sag mal, was trägst du? Nee, das ist Freibeut? Moment, warum steht da Freibeuter? Achso, ich bin ja noch im Halbfinale. Stimmt, Entschuldigung. Alles gut, ich bin ja noch im Halbfinale. Jetzt kämpfe ich gegen meinen Bruder. Ich wollte schon sagen... Warum trägt denn der eine Kapuze und nicht diesen blöden Helm, den wir gerade nochmal gewinnen? Wo so blöd ist er gar nicht. Der ist schön viel Geld wert. Ein paar tausend. Oh, so langsam macht sich dein Rüstungswert bezahlt, ne, Bruder Herz? Denn umso länger kann er mir durchhalten in der Schlacht. Ja, langsam macht sich das bezahlt. Vorher hat er 3-4 Schläge gebraucht. Das war jetzt schon ein bisschen mehr. Sehr schön. Das sieht man gerne. Das ist exakt der gleiche, ne? Er sieht zumindest sehr, sehr gleich aus. Wir schauen gleich mal. Rüstung, Nathanas. Ja, es ist exakt der gleiche. Und hier steht, er wäre 14.000 wert. Ah, ich kann ihn jetzt nicht verkaufen. Ich würde 14.000 kriegen. Na! Wisst ihr auch, warum ich ihn nicht verkaufen kann?
er hier braucht jetzt erstmal was. Obwohl, wisst ihr was? Doch, wir verkaufen den. Aufpasse. Einmal so, einmal so. Dann erstmal unten Billo-Schild für dich. Und einen Bogen, den du schon führen kannst. Na. Wo steht denn eine Armbrust? Sehe ich's nicht? Bin ich blind? Da unten bei 0. Oder kann ich trotzdem schon die hier führen? Oh. Na gut, es gibt noch keinen Bogen, den er führen kann. Okay. Dann schauen wir uns aber wenigstens mal ein kleines bisschen hier um. Ah. Warte. Warte. Ja, komm. Kriegst du wenigstens schon mal einen Helm? Kriegst du noch einen Schal? Das hier ist auch schon um Welten besser. Kriege ich noch 7000. Außer ich gebe mir jetzt noch die Handschuhe hier. Gut, ich krieg erstmal 5000. Er ist ein bisschen besser ausgestattet als vorher. Es sieht auch cooler aus, wenn wir ehrlich sind, ne? Sieht auch aus wie ein Bogenschütze. So ein bisschen, wie ein schwerer Bogenschütze. Jetzt fehlt ihm natürlich noch das Banner für die Bogenschützen, was ich ihm gleich noch geben muss. Und halt noch einen Bogen. Und dann hat er aber wenigstens auch gleich schon richtig gute Pfeile. Banner. Du bist der Hauptmann der Infanterie. Dich hatte ich jetzt immer nochmal mit dazugestellt. Nathanos hat keinen Banner. Sie hat einen Banner. Wieso? Warum hat sie einen Banner? Hier, du nimmst das. Genau. Warum habe ich ihr einen Banner gegeben, verdammt? Oder hat sie das von Haus aus gehabt? Wie viel ist das wert? Ach gut, komm, passt schon. Ne? Passt schon. Ich muss dann nur dran denken bei der nächsten Schlacht, dass ich ihm das gebe, ne? Die Position des Hauptmanns. Ach so, und was ich natürlich auch brauche. Mann, klar. Wundarzt, bitte. Da ist er schon, der Herr Bittersud. Boah, fast vergessen. Aber nur fast. Gut, weiter geht's. Acht Leute fehlen mir auch noch. Die könnte ich jetzt noch aus den Dörfern ziehen, wenn noch welche da sind. Wow. Ich will halt nicht ständig die Wieler-Rekruten nehmen, weil die sind ja wiederum nur zu Kavallerie aufwertbar. Und da haben wir ja eigentlich schon die Leute, die wir brauchen. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Würde jetzt hier eigentlich noch kommen, wenn ich noch Platz hätte. Sehr schön. Und hier möchte auch wieder einer aufleveln. Auch sehr schön. Wie viele Bogenschützen haben wir jetzt mittlerweile? 10, 16. Okay. Da fehlt noch einiges. Ich brauche unbedingt den nächsten Clan-Rang, sonst kriege ich das nicht hin mit 20 berittenen Bogenschützen. Und 20 normalen Bogenschützen. Das wird sonst nichts, ne? Aber gut. Sowas können wir dann schön durch Missionen machen. Und hier wird mir gerade schon diagnostiziert, dass er keine... Wir haben noch Krieg. Mit einem Clan. Mit einem Söldnerclan. Alles klar. Dann wissen wir auch schon, wie die nächste Folge beginnt, liebe Leute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.